Schmecken im Fokus. Grüezi, mein Name ist Gianfranco Salis. Heute reden wir über das Begegnen. Der Bahnhofplatz ist ein Ort der Begegnung, vom Miteinander. Alt trifft auf Jung und umgekehrt. Der Platz lädt ein zum Reden, Diskutieren, Philosophieren, zum Warten ankommen, sich freuen, zum Essen, Spielen, Verweilen, zum Geniessen und Flanieren. Seit Jahrzehnten wird der Platz im Herzen von Schmerken für drei grosse Feste genutzt. Der Slow-Up, die Kilbi und der traditionelle Weihnachtsmarkt. Wir haben im Dorf umgefragt, welche Begegnungen und Erlebnisse Dorfbewohner mit dem Bahnhofplatz verbinden. Chantal Hediger, könntest du dir den Bahnhofplatz für eine temporäre plastische Inszenierung vorstellen? Welche Herausforderungen würdest du annehmen und zu welchem Thema? Ja, ich könnte mir den Platz sehr gut vorstellen als künstlerische Inszenierung. Für mich hat Kunst immer etwas mit Selbstbegegnung zu tun. Und meine Mission ist es auch, so die Kunst als Selbstbegegnung in den öffentlichen Raum zu tragen. Und ich könnte mir gut vorstellen, zu diesem Thema irgendeine Inszenierung zu planen oder zu machen, wo auch die Bevölkerung wie so mit einbezieht. Weil es ist ja ein Begegnungsort und ich könnte mir vorstellen, dass es spannend ist, sich nicht nur mit Menschen zu begegnen, sondern sich auch selber mal zu begegnen im öffentlichen Raum. Mit dem Slow-Up, der Kilbi und dem traditionellen Weihnachtsmarkt finden drei grosse Anlässe vom Bahnhofplatz statt. Welche weiteren Veranstaltungen neben den genannten könntest du dir auf diesem Platz im Herzen von Schmerken auch noch vorstellen? Ehrlich gesagt würde ich keine weiteren Veranstaltungen mehr auf dem Platz machen. Denken wir an die Umgebung, denken wir an die älteren Leute, die dort sind. Die brauchen in der Nacht Ruhe und nicht vermehrten Lärm. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass wir Menschen, die bei uns wohnen, mit Migrationshintergrund, dass die zum Beispiel während einem Streetfood-Fest ihre Kultur uns näher bringen. Wir dürfen mit ihnen fein essen und einfach ein bisschen zusammen sein, dass mehr Integration gibt auch für solche Leute. Das wäre der eine Punkt zum Beispiel. Dann habe ich mir überlegt, interessant wäre für mich zum Beispiel auch am Freitagabend, ein Feierabendmarkt. Wir haben ja so viele ganz kleine, herzige Geschäfte, die jetzt hier aufgetan haben. Wir haben Bierbrauereien, wir haben eigene Winzer, wir haben eine Gelateria, wir haben so viele Sachen, wo wir am Feierabend, am Freitagabend könnten ein bisschen zusammenhöckeln, dort könnten posten und einfach ein bisschen das Dorfleben geniessen. Was macht der Platz im Herzen für Schmerken denn so besonders aus? Mit der schönen Häuserfront, die wir in Schmerken haben, im Zentrum des Dorfes, bildet der Dorfplatz beim Bahnhof einen idealen Punkt für Begegnungen, zum Schwätzen und zum sich aufhalten. Und da wird der eine oder andere, wenn es so ein schöner Anziehungspunkt ist, auch in Geschäfte reinlocken, wo wir ja auch schöne Geschäfte haben in Schmerken. Für mich ist das der Puls von Schmerikon. Dort spürt man, dass da ein Kommen, ein Gehen für Jung, für Alt, für alle ist eigentlich ein Begegnungsort und der soll so bleiben. Weil Schmerikon ist das erste, das schönste Dorf am Zürichsee. Und wenn ihr nicht wisst, wo, gerade vis-à-vis von Zürich. Er ist sehr zentral gelegen. Wir haben die ganze Geschichte rundherum. Wir haben die Häuserziele, die uns alle stolz macht und an Weihnachten auch die wunderschöne Beleuchtung uns präsentiert. Weiter haben wir natürlich das Türmlihaus, das für einen Schmerkner eine grosse Bedeutung hat, das Haus zum Herzen. Und dann aber das Bad am See, die ganze Seeanlage, die traumhaft gestaltet ist. Man schmückt den See auch von diesem Punkt aus und das macht dann für mich einzigartig. Die Gestalter haben den Platz bewusst entleert und nicht möbliert, um die Kreativität der Nutzung zu öffnen. Wie teilst du diesen Ansatz? Ich finde es eigentlich super, dass der Raum wirklich leer bleibt, weil das ist für mich wie als bildende Künstlerin wie eine leere weiße Leinwand. Also es ist wirklich so, es rät Raum für alles und für vieles.
Und das finde ich total schön. Und wenn man den Raum oder den Platz nachher auch nutzen kann und die Diversität kann herbringen kann, finde ich das absolut genial. Also ich könnte mir vorstellen, dass Veranstaltungen drauf sind, künstlerische Inszenierungen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht so eine bunte, coole Lounge-Möblierung zwischendurch auch mal lässig wäre, wo man ein Glas schlemmen kann oder einen Kaffee trinken kann. Also dass es da wirklich eine Diversität bringt. Und das soll ja dann die Leute auch überraschen und auch hinlocken, um den Platz zu nutzen. Ja, sehr. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass man der Piazza, der Schmerkner Piazza, den Rahmen gibt, wo weit gesteckt ist, wo Möglichkeiten lobt für Jung und Alt, um sich auszudrücken, das Zusammenleben fördert und auch die Wertigkeit unterstreicht, wo eine grosse Chance ist, auch für Läden und Geschäfte in Schmerken. Danke. Der Dorfplatz als Begegnungsort für Gross und Klein. Als Ort der Abreise und der Ankunft. Als Ort der Heimat, vom sich wiedersehen. Ein Ort vom Aufeinandertreffen, zum Festfeiern und Philosophieren. Ein grosser, schöner Platz im Herzen vom Seedorf Schmerken bietet Raum für Begegnungen, für Fest aller Art und Grösse.